Freunde, seid gegrüßt. Mein Name heißt Jens und ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Ja, Freunde, so gesehen befinde ich mich hier auf einem der modernen Schlachtfelder. Um das ein bisschen pathetisch auszudrücken, das ist ein Schlachtfeld der Bürokratie. Das Wildenburger Land ist ziemlich dünn besiedelt. Was bedeutet, dass hier natürlich Windräder aufgestellt werden sollen? Man kann natürlich hier geteilter Meinung sein. Jeder möchte Öko und Bio sein, aber keiner möchte so ein Ding vor der Haustür haben. Logischerweise auf der anderen Seite finde ich, dass das hier eine riesen Subventionsmaschinerie ist. Die Dinger aufgestellt werden, um Subventionen abzugreifen und danach nach mir die Sintflut. Ne? Zurückgebaut wird das mit Sicherheit nicht mehr. Und ich habe tatsächlich mal im Wald neben so einem Windrad gepennt und das ist schon, man merkt es schon. Also das ist so, Leute, das ist wumm, 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 wumm. So geht das die ganze Tag ein, Tag aus und abends stellen sich dann noch die Rotoren um. Das hört sich an wie so ein außerirdisches Geräusch, als wenn hier die dreibeinigen Herrscher auftauchen würden. Das ist schon der Hammer. Und eine andere bürokratische Schlacht, die hier stattgefunden hat, war ein Kampf um dieses ehemalige Luftwaffen-Munitionsdepot. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Man hat ja innerhalb der EU festgestellt, dass die Unterbringung von Langzeitverwahrten, Sicherheitsverwahrten nicht mit Amnesty International, nicht mit den Menschenrechten übereinzubringen ist. Deswegen möchte die Bundesrepublik die Unterbringung ein bisschen zersiedeln. Und dann hat man sich gedacht, machen wir das hier mit diesem ehemaligen Luftwaffen-Munitionsdepot. Hat man nur die Rechnung ohne den Wirt gemacht, sprich mit den Einwohnern dieses Landstriches, die doch sehr wehrhaft sind. Und die, ja, die grüne Ministerin, die das hier forciert hat, mit ihren eigenen Waffen geschlagen hat, haben. Man hat hier nämlich eine sehr seltene Fledermausart gefunden. Das waren früher so Sachen, das haben die Grünen eigentlich immer in den 80er Jahren gebracht. Irgendwelche seltenen Froscharten da entdeckt, wo gerade Pershing-Raketen stationiert werden sollten. Also hier hat man den Gegner mit seinen eigenen Waffen geschlagen, sozusagen. Und ich glaube, das Verfahren ist hier auch wieder aufgehoben worden. Klar, wer will schon gerne irgendwelche Sexualverbrecher in unmittelbarer Umgebung von seinem Heim und Haus haben? Will niemand. Aber auf der anderen Seite stellt sich da die musikalische Frage, wohin damit, ne? Es wäre besser gewesen, ich hätte heute Spikes mitgenommen. Also nicht, dass ich mich gleich hier überschlage noch. Ja, Leute, interessant auch. Boah, dieses Grün, jetzt muss ich wieder mal unterbrechen. Schön, oder? Boah. Nach all dem Weiß, so schön wie es ja auch war, das Grün kommt jetzt nochmal richtig gut. Ja, was ich sagen wollte. Geografisch ist das Ganze ja auch interessant, denn hier treffen drei Gemeinden aufeinander. Zwei westfälische und eine pfälzische Gemeinde. Also je nachdem, wo ich gerade meine Füße habe, bin ich dann schon wieder in einem anderen Bundesland. Schlau mal hier so einen Abhang runtergerutscht, wollte mal irgendwie hinspringen und bin dann voll hier in diese Sutsche rein. Ups, ihr hört schon, dass ich hier kaum rauskomme. Also ich hätte mir heute doch besser mal die Gamaschen wieder angezogen. Und ich bin froh, dass ich die Hanwag Alaskas heute wieder anhabe und nicht die leichten Wanderschuhe aus Wildleder. Weil die Alaskas, die brauchst du einfach nur wieder abzuwaschen und dann geht es dir wieder gut. Hinter mir in einem kleinen Tal, da wohnt ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, den man alle Olli nennt, obwohl er Günther heißt. Und der, wie man so schön zu sagen pflegt, mit der Bratwurst über den Zaun ist, denn er ist in Rente. Und Gott sei Dank noch körperlich einigermaßen fit. Ich treffe ihn immer noch im Fitnessstudio und haben uns immer noch was zu erzählen. Tja, wenn man dann so denkt, dass ich noch 24 Jahre mal lochen muss. Gut, ich habe jetzt keinen körperlich harten, fordernden Beruf, aber auch schon
paar Wehwehchen am Rücken und verschlepptes Burnout mit dem Hang zum Fuck-Off. Oh, also, wenn ihr noch irgendwelche Jobs im Angebot habt, die meinem Profil entsprechen, relativ anspruchslos sind und wo man relativ wenig Verantwortung übernehmen muss, pünktlich nach Hause kommt und gutes Geld verdient, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich habe noch, wie gesagt, 24 Jahre meiner beruflichen Karriere vor mir, die ich euch da noch widmen kann. Unpassierbar. Ja, die Rotorenblätter von unten zu filmen, so jetzt aus der Nähe, wie ich das gerade gemacht habe, ist tatsächlich nicht so ganz ungefährlich. Gerade bei Schnee und Eis kann es doch sein, dass dann Schnee oder Eiszapfen durch die Gegend geschleudert werden. In manch anderen Gegenden kenne ich das mit Warnschildern, hier ist das eben nicht so der Fall. So, ich habe jetzt hier ein kleines Hütchen gefunden und jetzt werde ich mir noch eine feine Carlos-Scholle machen. Ja, Freunde, es ist mir jetzt das zweite Mal passiert, dass ich kein Feuerzeug dabei habe, geschweige denn sonst irgendwelche Anzündhilfen. Unglaublich. Als ich noch rauche, hatte ich jeden Tag Feuerzeug dabei. Tja, bleibt die Küche heute halt kalt. Carlos, auf dein Spezielles. Deutet sich hier was an? Ist das ein geheimer Bunkereingang? Wow. Ist das ein Schacht? Ein Abluftschacht? Ja, auf den letzten Meter meiner Reise sehe ich hier noch dieses alte Luftwaffen-Munitionsdepot. Verlassen. Hier wird noch der Sendemast für die entsprechenden Mobilfunkbetreiber benutzt. Ich war selbst in meiner aktiven Zeit auch einmal hier drin und habe ja nichts Spektakuläres hier hingefahren. Das war ein Gefahrguttransport mit Gasflaschen und Feuerlöschern. Man muss sich das ja auch nicht immer so spektakulär vorstellen. Muss ja nicht immer Handgranatenmunition und Atomwaffen sein, so wie man das im Internet so kolportiert. Ich habe hier keine Betretegenehmigung, deswegen mache ich das von außen. Hier ist zum Beispiel noch ein Schießstand, wo dann die Sicherungstrupps reingegangen wären. Im Kalten Krieg hat ja die Luftwaffe über nicht unerhebliche Objektschutzkräfte verfügt, die in jeder Kaserne in Staffelstärke da waren oder in Zugstärke, je nachdem. Und eine gehörige Portion Reservisten gab es dazu auch noch.
Nach dem Kalten Krieg hat man das Ganze zu einem Objektschutzbataillon und dann zu einem Objektschutzregiment runter reduziert, die im Ausland sehr stark gefragt sind, die Jungs. Tja, ich muss doch jetzt gestehen, dass ich einigermaßen erstaunt bin, weil der Zaun doch viel weitreichender ist, wie ich das damals noch, also das reine Gelände, in Erinnerung habe. Ich sehe auch jetzt hier auch nur noch innerhalb des Zauns nur noch Bewaldung. Da hinten sehe ich noch ein Achtungsschild, militärischer Bereich. Aber dieses Schild ist ja innerhalb der Kaserne total für die Füße. Puh. Ja? Vielleicht gab es ja doch in diesem Bereich einen Bereich, der für die Öffentlichkeit nicht gedacht war. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht trete ich hier auch gleich auf eine Mine. Ja, da gehen mir ehemaligen Lanzer aber hier wieder die Gefühle hoch. Geiler Schießstand hier. MG-Nest. Cool, cool. Ah, jetzt habe ich wieder meine Zeit bei der Luftwaffe vor Augen. Mordstreife gefahren. Objekte geschützt. Boah, bin massiv erstaunt, wie weit dieser Zaun hier noch geht. Also das war mir tatsächlich so nicht in Erinnerung. Und hier seht ihr auch so die Wege, wo dann durchaus auch mal ein Geländewagen früher durchgepasst hat. So, jetzt bin ich ja ein Kind der Nachkriegssaison. Also ich bin genau dann zur Bundeswehr gekommen, als der Kalte Krieg vorbei war. Jetzt muss man sich aber mal die 80er Jahre vorstellen. Ende der 70er, Anfang der 80er, der heiße Herbst mit den RAF-Anschlägen. Und hier so eine Kaserne mitten im Nirgendwo, bewacht von so ein paar, ja, ich weiß gar nicht, ob das damals Soldaten war oder so ein ziviler Wachschutz. Also als ich noch zur Luftwaffe gekommen bin, waren das zivil angestellte Wachleute. Und ja, da kann einem dann schon, wenn man hier so in der Prärie rumläuft mit dem Gewehr in der Hand, das Herz in die Hose rutschen. So, jetzt frage ich mich natürlich, ob ich hier auch noch mal zum Ende komme. Wenn ich das Ding nämlich ganz umrunden will, habe ich heute noch was vor. Ja, also meine Tour neigt sich jetzt gerade dem Ende zu. Ich sehe da vorne, dass ich wieder auf Asphalt stoße. Und die Gefahr ist jetzt groß, dass ich diesen Asphalt bis zum Parkplatz zurücklaufen muss. Ja, und die Tour war relativ unspektakulär, aber nichtsdestotrotz schön. Und ich habe wieder viel über meine Heimat kennengelernt. Denn das war jetzt hier ein Weg, der direkt vor meiner Haustür lag. Und das war mir jetzt auch mal wichtig, meine direkte Umgebung zu erkunden. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich wieder dabei war. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei wart und ich wünsche euch eine charmante Woche oder ein charmantes Wochenende, wo immer ihr mir zugeschaut habt. Bis bald. Freunde, wisst ihr eigentlich, dass ich ein Gewinnspiel am Laufen habe? Ich habe wegen meiner 1000 Abonnenten ein Gewinnspiel am Laufen, ein Giveaway. Und ihr solltet schleunigst euch das Video nochmal anschauen und mitmachen. Bis zum 31. Dezember gilt es noch. Macht mir ein Video mit meinem Style. Hallo, ich heiße der und stellt euren Kanalnamen vor. Leute, viel Spaß und viel Erfolg.